Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei Let's Play World of Warships und heute vielleicht mal eine etwas andere Folge, da wir heute uns einen neuen Modus anschauen dürfen, anschauen können. Und ihr seht hier schon das Schiff mit dem kleinen Kapitän, der ja auch schon in der einen oder anderen sehr spaßigen Folge bei Wargaming gezeigt wird. Und zwar den Modus zum 1. April. Und da hat Wargaming vier neue Schiffe eingefügt und es sollen eigentlich alles Schiffe sein, die in der Badewanne sind, also Spielzeugschiffe. Das werden wir im Spiel auch noch sehen. Davon gibt es eben an der Zahl vier Stück und für jede Nation eine. Also die USA haben Battleship bekommen, die Russen Barfi Scrap. Es handelt sich bei allen Schiffen übrigens um genau das gleiche Schiff, einfach immer mit einer anderen Optik. Aber sonst bleibt es immer exakt gleich. Hier das Pokeboat bei den Japanern. Und ich werde natürlich euch in dieser Folge das wichtigste Schiff zeigen. Und zwar natürlich, wie soll es anders sein, das Boot. Ja, das ist meines Erachtens auch wirklich der beste Name für das deutsche Schiff. Besser gewählt kann man den nicht. Wir schauen uns einfach mal die Überlebensfähigkeit an. Wir haben 20.000 Hitpoints, Panzerung 6 bis 88 mm. Die Artillerie, wir haben 2x2 500 mm Geschosse mit 12 Sekunden Feuer, mit 12 Schuss Feuerrate, 12 Sekunden Kehre für die 180 Grad Kehre, maximale Streuung 87 Meter, HE-Granaten, Bang, Bang, 1600 Höchstschaden, Brandwahrscheinlichkeit 7%, die AP-Granaten, Bang, mit 2500 AP-Granaten, Höchstschaden und 9,6 Kilometer Reichweite, also für die Badewanne soll es auslangen. Torpedos einen einzigen 999 mm, ja, der wäre irgendwo hier, kommt dann hier raus. Das schauen wir uns da an. Ladezeit 10 Sekunden, also sehr schnell. Torpedo blopp blopp mit einem Höchstschaden von 10.133. Torpedogeschwindigkeit 90 Knoten, also schön schnell. 8 Kilometer kommt der ganze. Flak gibt's auch. Die ist dann hier. Auch die Optik wirklich funny gemacht. Und die Flakbewaffnung Flipflop 75 Schaden bei 0,7 Kilometer und Pompom 80 Schaden bei 1 Kilometer. Manövrierbarkeit, Höchstgeschwindigkeit 30 Knoten, Wendekreis 700 Meter oder Stellzeit 4,6. Und die Verborgenheit, Oberflächensichtbarkeit 8, Reichweite 8,3, aus der Luft 3,8. Ich glaube, die Facts sind ganz nett, aber mit dem Fischling-Kapitänleutnant, den ich hier noch gleich skillen werde, begeben wir uns aufs Meer. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im Spiel wieder und schauen, was der Modus so kann. So, wir sind also Ruinberg im Whirlpool. Hier sieht man schon den Ladescreen und wir sehen unglaublich viele. Das Boot, naja, Barfi Scrub ist ganz klar unterlegen. Die Russen nicht so angekommen, aber Japaner, die Deutschen und die Amerikaner, die sind stark vertreten. Und ich vergleiche einfach mal lustigerweise die Schiffe, aber ihr seht, es ist alles exakt die gleichen Stats. Also im Endeffekt soll es euch einfach die Optik ausmachen, beziehungsweise für das bisschen vielleicht der Patriotismus und dann nimmt man das Boot natürlich. Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Hier sieht man schon, so sieht es aus. Also wir sind wirklich in einer Badewanne vom kleinen Kapitän. Hier ist das Badezimmer. Also sehr, sehr nett gemacht. Wir haben auch hier eine hydroakustische Suche dabei, aktiv für 5 Sekunden, Ladezeit 10 Sekunden, also auch das geht schnell. Also, es ist tendenziell, sollte für jeden was dabei sein. Die Blubber. So. Wahnsinnig lustig. So, wir schauen uns auch das Ganze mal an, wenn die Kanonen schießen, weil auch die Optik dabei ist ja mal ganz nett. Also, da ist schon an Spaß gedacht worden. Und ich finde gerade solche Modi, die machen es ab und an einfach wirklich, die entschlacken das so ein bisschen, die peppen das Ganze auf, wo eigentlich ja so gesehen, es ist ja kein Aufpeppen notwendig, aber es wird einfach mal so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausgenommen und es tut jedem Spiel, und dafür ist es ein Spiel und dafür sind wir auch alle kleine oder große Kinder, tut jedem Spiel da einfach mal sehr gut. So. Das Pokeboat, da kommt schon.
Wir wechseln mal auf die AP-Munition. Wo kann ich nicht zielen? Ach, man kann nur nach vorne zielen. Ach, auch sehr lustig. Ja, funny. Oh, ich werde beschossen. Geht der dazu? Das gibt's ja nicht. Wie geht er denn dazu? Ich finde das Geräusch einfach Hammer. Ha, sogar eine Basisverteidigung angestellt. Man muss sich echt so ein bisschen an alles gewöhnen. Das ist einfach sehr kurios. Aber eben dabei unglaublich amüsant gemacht. Gerade eben auch die Torpedos, dass die von vorne kommen. Da wird er zerstört. Sehr schön. Und dieses Geräusch, dieses... Ich habe echt so das Gefühl, ich sitze hier in der Badewanne, auch wenn es sich jetzt ein bisschen merkwürdig anhört, aber ihr wisst hoffentlich ganz genau, was ich meine. So, machen wir die hydroakustische Suche doch mal an, wenn wir sie schon so zahlreich dabei haben. So, kriegst hier auf die Mütze. So. Vielleicht kriegt er den ja ab. Ja! Torpedotreffer auch noch. Das läuft doch. So, jetzt muss ich echt aufpassen. Hier machen wir die akustische Suche auch nochmal an. Das Bottle Sheep ist da links von uns. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Torpedo hier einen euch wegmachen kann. Schön, dass das geklappt hat. Ich bin selber arg überrascht. Gebe ich unumwunden zu. So, was kommt denn da? Ein Boot. Das Boot, um ganz genau zu sein. So. Das Bottle Sheep. Und hier Pocket Boat. Also das ist wirklich Modus, der... Wow. Ich habe eine gute Ruderstellzeit. Wow. Ah, es blubbert. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Schnell zurück. So, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich kann jetzt nicht zurück. Also der Rückwärtsgang, der ist nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Und jetzt wieder Vorwärtsgang, komm hier weg. Gib bitte Gas. So, rum ums Eck. Einfach ein großes Problem, dass wir noch keine Punkte eingenommen haben. Also so wird man eigentlich ganz gut. Da haben wir noch einen Zieltreffer, konnten also nochmal einen versenken. So, der wird auch langsam
beschossen. Wir brauchen unbedingt die Punkte. Deswegen schreibe ich hier mal ein aufmunterndes Cap. Feueralarm auch noch. Problem gelöst. Komm schon. Lass mich nicht im Stich. Das Boot. Boah. Komm schon, schlag ein, Torpedos. Ja! Da schlägt er nochmal ein. So, jetzt hier der nächste. Da hat er mich. Aber das ist gleichzeitig der letzte. Also obwohl wir mit den Punkten hinten liegen, könnte das doch noch ein Sieg werden. Und ich habe mich wacker geschlagen. Das darf ich einfach mal attestieren. Wie gesagt, hier der letzte. Da ist jetzt nur One and One. Das Geräusch, der schießt heil. Oder beziehungsweise vielleicht... Ah, das wird noch. Ich sag's euch. Da ist das Boot. Was sehen wir noch? Pocketboat. Komm, schieß. Wahnsinn. Total lustig. Kann man sagen, was man will. Sehr, sehr funny. Und weg ist es. Und da ist es der Sieg. Ist es denn die Möglichkeit? Ja, nice. Tolle Runde. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. 4 Torpedotreffer, 2 Treffer, 3 Leute zerstört, in Brand gesteckt, Wasser erschaden. Also da war alles dabei. Dementsprechend, zumindest von den Kills, habe ich mich wirklich gut und wacker geschlagen. Und man sieht, wenn man jetzt mal den Schaden von diesem Fun-Modus nehmen würde, ich glaube, habe das Gefühl, mit 54.000 habe ich mich da sehr solide geschlagen. Ihr seht, im Prinzip gibt es nichts außer Spaß oder beziehungsweise Aufträge, die ich hier natürlich dann noch abgeschlossen habe. Und hier auch dann für das Boot gibt es besondere oder auch vom Spiel. Also, alles in allem eine sehr lustige Nummer. Hat sich Wargaming was Schönes einfallen lassen für den 1. April. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch doch auch mal etwas anderes zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.